Wir haben heute Nacht um 4.44 Uhr einen Vollalarm bekommen. Es hieß, ein LKW würde brennen kurz vor dem Engelberg-Tunnel. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge hat sich das bestätigt. Das wäre ein Lastzug mit Hänger, der mit Getränkekisten beladen war. Und der stand bei unserem Eintreffen im Vollbrand. Glücklicherweise etwa 300 Meter vor dem Portal des Engelberg-Tunnels. Das Ausmaß des Feuers wäre wesentlich größer gewesen, wenn es innerhalb des Tunnels angefangen hätte zu brennen. Also man hat die Bilder des Brandes vor 4 Wochen oder 3 Wochen natürlich noch im Kopf. Häufig ist es so, dass sich Alarmmeldungen nicht bestätigen, dass es dann doch ein kleineres Ausmaß hat. In dem Fall war es so, dass uns die Leitstelle bei der Anfahrt schon sagte, dass es bereits mehrere Anrufe gab, sodass wir davon ausgehen konnten, dass tatsächlich die Szenerie so sich gestaltet, wie es vor 3 Wochen auch ausgesehen hat. Wir haben mit den Löschfahrzeugen der Feuerwehr Ditzingen und einem unterstützenden Fahrzeug der Feuerwehr Ludwigsburg eine Brandbekämpfung eingeleitet. Insgesamt waren mittlerweile etwa 12 Trupps unter Artenschutz im Einsatz. Ein glücklicher Umstand war, dass am Portal des Engelberg-Tunnels noch ein Überflurhydrant ist, sodass man die Wasserversorgung über eine 300 Meter lange Leitung aufbauen konnte und dadurch kein weiterer Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen erforderlich wurde. In der Erstphase der Brandbekämpfung musste man die Autobahn in Fahrtrichtung Lehrenberg komplett sperren. Wir haben dann aber früh versucht, den linken Fahrstreifen frei zu bekommen, dass die Lösch- und Aufräumarbeiten nur auf 2 Spuren stattfinden. Das konnte man etwa nach einer Dreiviertelstunde dann bewerkstelligen, sodass seither jetzt der Verkehr auf 1 Spur an der Brandstelle vorbeigeleitet wird. Ja, es war die Frage, ob man diesen LKW abladen muss. Die Gefahr ist immer, dass noch irgendwelche Glutnester, Brandnester in der Masse sich drin verbergen. Wir haben das jetzt mehrfach geprüft, lange gekühlt. Wir sind also zuversichtlich, dass man nicht vollständig abladen muss, die Löscharbeiten damit abgeschlossen sind und jetzt letztendlich ein Bergeunternehmen erwartet wird, das den LKW von der Autobahn wegbringt. Ja, also die Brandlast sind natürlich die Kisten. Die haben eine sehr hohe Brandlast. Der ist randvoll beladen gewesen mit Kunststoffkisten. Und damit findet das Feuer genügend Nahrung, um aufrechterhalten zu werden. Irgendwann platzen die Flaschen, dann wird wieder gekühlt durch das Getränk. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Also der LKW stand wirklich komplett in Flammen. Beteiligt war letztendlich nur der Fahrer des Lastzuges, der hat sich sofort in Sicherheit gebracht, unverletzt. Ein Rettungsdienstfahrzeug war vor Ort, wurde aber nicht benötigt. Also weder bei den Einsatzkräften noch bei den Verkehrsteilnehmern gab es Verletzte zu beklagen.